Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Hillwert HT Hector 212T Gartenhäcksler. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Häcksler für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Gartenhäcksler werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, im Garten möchte man natürlich stets für Ordnung sorgen. Da gibt es immer mal Geäst und Sträucher und alles mögliche Nervige, wo man sagt, hey, das würde ich lieber zerkleinern, um es noch einfacher zu entsorgen. Und genau dafür ist natürlich so ein Gartenhäcksler sehr praktisch. Man muss dazu sagen, dass es schon ein relativ teures Gartenzubehör ist. Wie sinnvoll das in deinem Fall ist, ist dann immer schwer zu sagen, kommt auf den Garten an. Aber grundsätzlich zu dem Preis ein sehr leistungsstarker Gartenhäcksler. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du allein am besten beurteilen. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. So. Leistungsstark. 7 PS Motor mit 3600 Umdrehungen pro Minute zerkleinert Äste mit einem Durchmesser von bis zu 80 mm. Flexibel. Fülltrichter um 90 Grad verstellbar. Effizient. Motor mit 7 PS benötigt maximal 1,6 Liter pro Stunde. Ausdauernd. 3,5 Liter Benzintank und 0,6 Liter Öltank ermöglichen eine unterbrechungsfreie Arbeit für mehr als 2 Stunden. Mobil und stabil. Zwei große aufblasbare Räder, Anhängerkupplung und robustes Stahlgehäuse. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Wie ich finde, ein Gartenhäcksler, der sich preislich nicht zu verstecken braucht. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Hillwert HT Hector 212T Gartenhäcksler. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, alles Gute und ciao!